So, ich bin jetzt zwar nicht zu Hause angekommen, aber... Ja, es ist doch nicht mein Problem. Nein, können wir nicht. Ich schaue jetzt noch mal kurz hier rein, weil wir haben ja jetzt tagsüber... Oh, da wird der Nächste gerade rausgeworfen. Kann ich jetzt hier auch mal hoch? Steht der Typ noch da? Haare schneiden! I thought I heard you cheering him on. Well, you know, local boy and all that. Ich möchte trotzdem die Haare schneiden. Hallo. What kind of thing you looking for? Ja, ich kann Bart schneiden, gesamter Bart. Ah, okay. Seeing as you're here, why not leave looking better than when you came in? Irgendwie sieht das scheiße aus ohne Bart. Also ich mache mal so ein klein bisschen, oder? Nee, wenn dann muss ich das schon ganz abmachen, so. Auch wenn er irgendwie scheiße aussieht. So, Haare. Wie kommen wir zu den Haaren? Da. Kann man dich drehen? Man kann dich nicht drehen, schade. Frisuren. Abrasiert. Ja, also die Haare, wie ich sie habe, sind schon in Ordnung. Ich lasse das mal so. Mir war am wichtigsten, dass der Bart erstmal abgeht. Jetzt sehe ich sehr männlich aus. So, jetzt kann ich mich auch endlich mal auf den Weg machen. Und wieder ins Camp zurück. Denke ich, wobei ich mir nicht sicher bin mit dem Hotel. Ich könnte man jetzt plündern, aber ich glaube, dann schauen sie mich ja alle blöd an. Ne? Dann habe ich wahrscheinlich wieder Kopfgeld. Mein Pferd steht noch da, das ist gut. Okay, also ich würde sagen, dass ich mein Pferd mal kurz ein wenig streiche. Ja, du bist ein ganz braver, genau. Und dass ich mich jetzt wieder aufmache, um... Das ist geil, ich gehe nach rechts und trotzdem dreht er nach links. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, aber egal. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich jetzt aufmache und wieder zurück zum Camp reite. Vielleicht kriege ich dann da jetzt noch eine neue Aufgabe. Mal schauen. Wir werden uns auf jeden Fall im Camp gleich wiedersehen. So, wir haben den nächsten Tag in unserer Lagerkasse, sind knapp $44 und wir laufen gerade etwas planlos hier im Camp herum. Ich schaue am besten erstmal auf der Map nach, weil da gibt es natürlich einige Dinge, die wir noch machen können. Der Leopold, glaube ich, wollte mit mir reden, oder? Ja, ich muss erstmal mit dem Dutsch, wie auch immer, sprechen. Der ist links von mir. Da gehen wir mal als erstes hin. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Hier ist alles so nebelig jetzt. Ja, Dutch. Hallo, geh weiter. Darf ich da nicht reingehen? Okay. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take
jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur, what? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Reitest du vor? Achso, nee, jetzt wird's angezeigt. Okay. Ich denke mal, dass das der Saloon ist hier in der Stadt, die wir ja schon kennen. I rode as fast as I could. Didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then. Okay, halte beim schnellen Reiten. Steuerung. Steuerung und? Wie soll ich das denn machen? Okay. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get them? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Micah. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. Hey, is there a problem, Arthur? Ich steig auf dein Pferd. Hä? Wir sind doch da. Reite zum Saloon. Saloon, Saloon. Ach, jetzt soll ich doch noch ein Stück weiter reiten? Hä? You have yourself a good evening, partner. So ganz cool kommt er hier rein. Erstmal reingestürmt, alles aufgemischt. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards! My lord, you men is dull. And leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last... Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best.
But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. Oha. Das sieht aber ganz so gar nicht gut aus. That's great, partner. Lenny, Lenny, where are you? Lenny? Oh, das ist nach draußen, da wollte ich nicht hin. What are you doing, kid? Hello, Arthur. You know what? I don't know. Oh. Man, why ain't you never married? No one would have me. That's the thing, you see, because it... Lenny? Lenny! Get away from me! Now! Whoa. Slippery little shit, ain't you? Oh, come on! Get down from there! Ach, der ist unten. Okay. Come here, boy! Come here! Leave the kid alone, you goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister! Yeah, shut your mouth, mister. Oh. Unten sehe ich ihn nicht. Du warst es nicht, oder? Oh, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Lenny? Bist du irgendwo hier? Achso, da ist überhaupt nichts. Liegt der irgendwo halbtot hinten im Saloon oder so? Hier oben habe ich doch schon alles abgesucht jetzt, ne? Aber unten habe ich ihn noch nicht gesehen. Oder ist er das? Ach, bist du das? Ist er das gar nicht? Okay. Gibt's hier unten irgendwie noch Zimmer, wo er sich gerade vergnügen könnte? Bist du das? Damn it, Lenny, stop slumping off on me. I'm Clyde. You got the wrong fella. Oh. Okay. Glaube ich, die Tür nach draußen, oder? Obwohl, ist er hier vielleicht irgendwo?
das sehen wir nicht. Ist der nicht auf der Karte irgendwo eingezeichnet? Nee. Okay. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Oh, hat der mich jetzt erschreckt? You're a good friend to me, Arthur. Cheers. Cheers. Not you again? No. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Fluch der Karibik. Was war das denn bitte? Ja. Mission abgeschlossen. Okay.